Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir müssen mit der Fähre noch rüber. Wo müssen wir überhaupt hin? Nach Cali. Nach Cagliari oder nach Palermo? Da wollen wir mal gerade gucken. Genau. M. Wir müssen natürlich dahin. Was sollen wir in Palermo? Wir könnten natürlich auch erst nach Palermo fahren und da. Ich glaube, das Stückchen hier unten. Villa San Giovanni, das existiert aber, das sagt mir irgendwas. So, 575 Kilometer sind es noch, ein paar Meter Fähre noch. Ich würde mal sagen, 11 Stunden. Joa, dann sind wir aus. Prösterchen erstmal. So. Was jetzt natürlich schön ist, all around the Blue Island. Alles. Aha, okay. Das sollte ich mir mal aufschreiben. All around the Blue Island. Genau. Schöne Folge. Feststellbremse gezogen. Wir fahren mal. Wir haben auch jetzt gar nicht mehr so viel vor uns. Ja, und hier sind wir jetzt also in neuen Gefilden. Unterwegs. Wir fahren hier raus. Eieieiei. Schauen. Gucken, was man hier gemacht hat. Ich war da noch nicht. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob das schön ist oder nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns mal ein bisschen Zeit. Die haben wir nämlich. Was ist das denn hier? Warum stehst du falsch rum auf der Autobahn? Was ist falsch mit dir? So verkehrt finde ich das hier gar nicht. Genau. Ich dachte gerade, jetzt gibt's ja. Na komm. Okay, wenn ich bei Rotlicht dann eben. Die waren zu schnell. Hier ist ziemlich viel Gegend, oder? Diesen Kreisel, viel Beton. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, hier könnte sehr, sehr heiß sein. Hattest du die Info? Ja, so toll ist es nicht gestaltet, aber ich finde es gar nicht so übel jetzt an der Stelle. Also da hätte es auch uns härter treffen können, oder? Blaue Insel heißt das hier also. Aha. Gucken wir uns das mal an. Sehen, was uns hier noch so
so erwartet. 206 Kilometer haben wir noch vor uns, Jo. Können wir noch ein bisschen gucken. Ist jetzt nicht mehr so die Welt. Wo ist da? Neue Perse, Saria. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Da kommt ein Bus. Ja, viel Landschaft. So viel kann man schon mal, sagen. Schöne Autos mit dabei. Das muss man ja mal sagen. Wolltest du jetzt vorbei? Nee, willst du, was denn nun? War ich jetzt? Mann. Also für eine Beta, muss man sagen, läuft das Ding hier echt sauber. Also da gibt es nichts zu meckern. Die von SCS wissen, was sie tun. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Vögel zwitschern. Und teilweise echt eine karge Landschaft hier, ne? Wenn man sich das so überlegt. Die Menschen wohnen echt überall, wenn es in der Wüste ist, ey. Warum muss ich hier Vorfahrt achten? Das ist doch eine eigene Spur. Versuch mal in der Linie zu bleiben, auch wenn du außerhalb fährst, Mann. Kann doch so schwer nicht sein. Sollte besser wieder einsteigen. Funktioniert es besser. So. Alter, ist das ein Blick. Hätte so ein Wohnwagen nicht normalerweise schon zwei Achsen bei der Größe? Bin mir da jetzt nicht so sicher.
So, was ist hier los? Warum wird hier nicht gefahren? Ich glaube, die Geheimnisse dieser Insel, das muss man erst noch entdecken. Also hier ist es jetzt aktuell noch ein bisschen karg. Wie viel Level sind wir überhaupt? Ich glaube, ich habe uns ein bisschen hochgepusht. Also sehr viel Hügel teilweise. Große Teile, wo gar nichts ist. 18 Kilometer haben wir jetzt auf Vorzeit, sind wir auch schon angekommen. Da will ich mal sehen, ob ich vielleicht ein oder zwei LKW kaufen kann, so einfache, um da Leute mitfahren zu lassen. Was haben wir hier denn? Okay. So, unseren Wegepunkt haben wir gleich erreicht. Das heißt, wir fahren natürlich noch weiter. Wenn wir jetzt nicht hier mitten auf der Autobahn stehen. Und wir gucken mal, wie weit es hier noch geht und wo es hingeht. Oh oh. Das wird eng, würde ich sagen. Aber es hat mehr oder weniger gepasst. Natürlich auch wieder sehr viel. Oh. Entschuldigung. War so angetan von dem. Tschüss. War so angetan von den Bootjes da. Da konnte ich jetzt nichts dafür, ne? So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gucken wir uns mal hier die Stadt an. Offensichtlich auch irgendwie neue Firmengebäude oder so, wie das ausschaut. Kann man hier drauf? Das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir fahren mal hier drauf. Schon ganz nett, oder? Hubschrauberlandeplatz hier. Okay. Also hier ist schon ein bisschen was los. Da hinten ist eine Werkstatt, da können wir dann mal unseren LKW reparieren lassen. Das kommt, glaube ich, ganz gut. So, da kommen wir nicht rein. Da steht ein Bagger. Auch nicht gerade ein kleiner. Ich hoffe, wir fahren jetzt zur Werkstatt. Dann bräuchten wir eigentlich mal Sprit, wa?
Verfahren. Eingabe. Wartung. Reparieren. So. Gucken jetzt mal, ob es hier irgendwo eine Tanke gibt. Oder vielleicht eine Garage, die wir kaufen können. Da müssen wir mal schauen. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind da oben. Und hier gäbe es tatsächlich eine Garage. Wie viel haben wir denn? Wir haben eine Million, oder? Eine Million, ach, ja, da können wir uns natürlich die Garage kaufen und dann da tanken. Das ist, glaube ich, eine coole Sache. So, jetzt mal sehen, wie wir hier wieder rauskommen. Dem war aber nicht so. Ja, nice gemacht auf jeden Fall. Gefällt mir. Bremst du? Kommst du den Hügel nicht hoch oder was? Ui. Wieder Zug. Zeigt ihr uns jetzt, wo unsere Garage ist, oder was? Aber Freund, die finde ich auch alleine, brauche ich dich nicht für. So, und dann würde ich sagen, das Ding hier versuchen wir mal zu kaufen und aufzurüsten. Die Garage wollen wir kaufen, jawohl. Jetzt kommen hier natürlich die üblichen Bilder. Wir gucken uns das mal an, lassen das auf uns wirken. Da sehen wir noch ein bisschen was von der Stadt natürlich. Ne? Genau. So, Escape. Garagenmanager. Alter, wir haben tatsächlich... Rotterdam ist winzig. Klein. So, die können wir auf jeden Fall mal aufrüsten. So, es wird geladen. Und wir stürzen hoffentlich nicht ab. Boah, das Ding kann sich doch sehen lassen. Kennen wir aber natürlich schon aus den anderen Folgen. So, dann können wir natürlich diese hier eventuell auch aufrüsten, oder? Jawohl. Jetzt haben wir da eine kleine in Rotterdam. Warum lädst du jetzt neu? Ach so. Das ist jetzt die Rotterdam-Garage. Aha. Ja, da machen wir aber, glaube ich, auch eine große von, oder? Aufrüsten. Jo. So, dann haben wir das auch fertig. Oh, da steht jetzt DRT Berlin drauf. Na, das ist ja mal cool. Okay, wie dem auch sei. Wir sind hier am... Ach so, am Ende angekommen. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Kröten auf dem Konto.
Ich will mal versuchen, ob ich einen Mitarbeiter einstellen kann. Mal schauen, was wir hier jetzt alles an Frachten stellen können. Oh, hier ist jetzt, ich wollte gerade sagen, hier war jetzt ein Fehler im System. Mal sehen, was wir an Leuten einstellen können. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht den Daumen runter. Lasst ein Abo da, ist kostenlos für euch. Und wenn ihr den Wecker, hätte ich bald gesagt, die Glocke klickt, erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal und sage erstmal ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut.